Heute erkläre ich euch einen ganz einfachen Tic-Tac-Toe-Trick, den ich einmal im Adventskalender vorgeführt habe. Und somit hallo liebe Zuschauer und hallo liebe anderen Zuschauer. Wir werden heute einen Tic-Tac-Toe-Trick machen, den ich schon mal im Adventskalender vorgeführt habe. Ich erkläre ich den und ich führe ich euch nochmal vor und ich werde ihn ausführlich erklären. Aber warum bin ich in diesem Zimmer? Weil wir gerade in meinem Zimmer umbauen, deswegen bin ich in diesem Zimmer. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und zwar, ich habe hier einmal so ein geheimnisvolles Blatt und wir spielen jetzt einmal Tic-Tac-Toe. Das heißt, ich male hier ein Tic-Tac-Toe-Feld auf. So. Ich weiß nicht mal, ob man das sieht. So. Und jetzt spielen wir einmal Tic-Tac-Toe. Ich fange an, ich setze in die Mitte. Und der Zuschauer darf jetzt beispielsweise einfach irgendwo anders hinsetzen. Sagen wir exakt hier, ja. Dann setze ich wieder. Und dann macht der Zuschauer weiter, sitzt hier beispielsweise, danach komme ich wieder, sitzt hier, er da, dann setze ich beispielsweise hier, er hier und ich dann hier. Das ist ein Unentschieden, denn so soll es auch ausgehen. Und ich habe ja hier ein Fragezeichenkärtchen. Und hier ist exakt die Reihenfolge abgebildet, wie wir gespielt haben. Hier ist Kreis, 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 Kreis. X, 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 Kreis, Kreis. Ja, es ist exakt die gleiche Reihenfolge. Wie kann man das jetzt nachmachen? Es ist eigentlich relativ einfach. Wir haben einmal dieses Kärtchen, das könnt ihr euch einmal nachzeichnen, ja. Das zeichnet ihr euch am besten einfach nach. Genau jetzt, das war bei mir in dem Adventskalender so drin, deswegen benutze ich das einfach gleich. Zeichnet es einfach nach und wir haben ein weiteres Blatt, wo wir jetzt Tic-Tac-Toe spielen drauf. Das heißt mal ein ganz normales Feld. Und ihr fangt immer an. Das ist ganz wichtig. Ihr fangt immer an und ihr setzt in der Mitte. Ihr setzt immer direkt in der Mitte. Das heißt, Step 1 ist, dass ihr in der Mitte euer Kreuz setzt oder euer Kreis. Ist eigentlich, naja, es muss ein Kreuz sein. Doch, es muss ein Kreuz sein. Setzt ihr in der Mitte euer Kreuz. Danach geht es weiter. Der Zuschauer, der darf da natürlich jetzt auch irgendwo anders reinmachen. Also irgendwo hier drumherum darf der jetzt setzen. Und er setzt beispielsweise genau hier hin und es gibt zwei Möglichkeiten, die kommen. Entweder er setzt in eine Ecke oder er setzt auf eine quasi Kante. Wir machen erstmal das Szenario, wenn er auf eine Ecke setzt. Denn wenn er auf eine Ecke setzt, beispielsweise exakt hier, dann ist es wichtig, dass ihr im Uhrzeigersinn das nächste Feld euer Kreuz setzt. Das heißt, hier ist jetzt das hier und im Uhrzeigersinn würde quasi das hier das nächste Feld sein. Da setzt ihr euer Kreuz hin. Jetzt muss er ja hier hinsetzen. Zack. Und es hat er auf eine Kante gesetzt. Was macht man bei einer Kante? Bei einer Kante nimmt man das nächste Feld, was gegen den Uhrzeigersinn ist. Gegen den Uhrzeigersinn würde hier sein, sodass wir hier unser Kreuz setzen. So. Jetzt darf der Zuschauer sich wieder aussuchen, wo er hinmacht. Beispielsweise, er macht wieder auf eine Kante. Wir nehmen eine Ecke diesmal. Und zwar exakt diese Ecke. Wenn ihr das Ganze nämlich so macht, dann geht ihr jetzt wieder mit dem Uhrzeigersinn. Genau, mit dem Uhrzeigersinn, ne? Genau, mit dem Uhrzeigersinn. Das X, zack. Jetzt hier, jetzt darf der Zuschauer sich wieder aussuchen. Er muss natürlich hier hinsetzen. Und das letzte Feld, was frei ist, ist natürlich ein X. Wenn wir das Ganze jetzt einmal vergleichen, müsst ihr das Ganze so drehen, sodass es wirklich passt. Und dann ist es genau so. Jetzt zeige ich euch das Ganze einfach nochmal. Ich habe hier wieder ein Blatt.
Und wir spielen jetzt einfach nochmal. Tic-Tac-Toe. Zack. Ihr seid wieder in der Mitte rein. Zack. So. Und jetzt setzt der Zuschauer beispielsweise auf eine Kante. Jetzt setzt ihr, wenn er Kante setzt, gegen den Uhrzeigersinn. So. Jetzt muss er ja hier unten setzen, weil sonst würde er verlieren. Zack. Jetzt hat er auf eine Ecke gesetzt, sodass er jetzt im Uhrzeigersinn geht. Jetzt darf der Zuschauer sich das natürlich wieder aussuchen. Beispielsweise eben. Zack. Dann hier wieder gegen den Uhrzeigersinn mit eurem X. Ihr setzt so. Und er setzt so. Und selbst wenn man das jetzt wieder dreht, das passt genauso. Ja? Also es passt wirklich in allen Fällen, wenn ihr alles richtig macht. Und das ist das Coole an diesem Effekt. Es kann eigentlich gar nichts schief gehen, wenn ihr das Ganze richtig macht, wenn ihr das Ganze richtig befolgt, wenn ihr das beispielsweise vertauscht, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht klappen. Also wenn ihr sagt, ja okay, Ecke gegen den Uhrzeigersinn und Kreis mit dem Uhrzeigersinn, Kante mit dem Uhrzeigersinn, das würde natürlich falsch sein, sodass es höchstwahrscheinlich vielleicht schief gehen könnte. Aber wenn ihr natürlich alles richtig macht, dann könnte genau das rauskommen. Also es muss exakt das rauskommen. Dann ist es halt nur noch wichtig, dass ihr die Fragezeichen-Box-Phase nimmt. Zack, ihr schaut euch sie an. Ihr seht, wie ihr sie halten müsst. Ich orientiere mich immer an den zwei Kreisen, wo die zwei Kreise sind. In dem Fall sind hier unten rechts quasi die zwei Kreise, also hier oben links bei euch sind dann die Kreise, sodass ich das Ganze so drehe und pack's hin. Bam. Und das ist wirklich ein sehr cooler Effekt. Das ist wirklich ein meiner Mittel-Lieblingseffekte aus dem Adventskalender. Also nicht generell so, sondern nur aus dem Adventskalender mit einer meiner Lieblingseffekte. Und ja, es ist ein sehr cooler Trick. Falls ihr weitere Tricks oder irgendwelche Tutorials zu generell so Effekten habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Also vom Adventskalender meine ich. Jetzt nicht sagen, kannst du mal ein Tutorial von alles machen, sondern einfach generell so, kannst du mal ein Tutorial zu diesem Effekt machen, Digga. Das ist so ein richtig schöner Effekt. Da würde ich gerne schon wissen, wie das funktioniert und könnte das gerne auch nachmachen. Dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Auf jeden Fall abonnieren, damit ihr das nächste nicht verpasst. Und ja, ciao!